Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder hier in meinem Outdoor-Office. Ich bin euer Anton und ich hoffe, wir können jetzt gleich starten mit Sondo, die perfekte Gesundheit, dem nächsten Theorieteil. Letzte Woche wurden wir so wunderschön von Wölfen oder Hyänen hier begleitet als Band. Aber heute ist ein ganz schöner Sturm. Mir ist auch schon ein paar Mal die Kamera umgeweht worden. Als alter Bauingenieur habe ich mir jetzt was einfallen lassen, dass das so stabil steht. Also ich hoffe, dass wir jetzt ziemlich wackelfrei und vor allem umkippfrei von der Kamera hier loslegen können. Und ja, nur dass ihr, falls ihr es jetzt rauschen hört, so ein bisschen. Ich habe hier ein Mikrofon, ist hier versteckt, windgeschützt. Also eigentlich sollte dem nichts im Wege stehen. Ich habe mir auch einen Hustenbonbon und einen Schal umgebunden, dass wir auch wirklich hier bei vollster Gesundheit bleiben können. Und ja, wieder ohne weitere Vorschweife möchte ich mit einem kleinen Rückblick starten. Das so kann auch jede Sendung oder wie das hier heißt auch immer, auch einzeln abgeschlossen von den anderen gesehen werden. Und denjenigen, die auch schon die anderen Teile gesehen haben, denen hilft es nochmal so als kleine Wiederholung, um das Ganze wieder didaktisch wertvoll zu verankern. Und es gilt natürlich, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Hierzu gehören die ganzen Theorieteile wie auch die Praxisteile. Nur mit der Praxis ist das Ganze auch für euch, für euer eigenes Leben viel, viel höher verwertbar als nur eine wunderschöne Geschichte und interessante Informationen, die ich ja hoffentlich heute auch wieder rüberbringen kann, weil heute geht es um die Schäden bei der Geburt, vor der Geburt, um die Geburt herum, was als perinatale Phase bezeichnet wird. Und natürlich auch nicht nur um die Schäden, die daraus später als erwachsene Menschen dann erkenntlich werden, in Form von schizophrenen Schüben oder Schizophrenie oder solchen Geschichten, sondern natürlich auch, wie kann das besser gemacht werden, wie machen das andere Völker, die dann halt nicht an diesen Spätfolgen leiden. Und ja, wir haben angefangen, diese ganze wunderbare Geschichte bei Sigmund Freud und Josef Breuer, die beide über Hypnose Zugang zum Unbewussten der Menschen gefunden haben. Und zwar haben die dann 1897 ihre Studien zu Hysterie verfasst und dabei mitbekommen, dass es überhaupt ein Unbewusstes überhaupt gibt und dass ein Wissensschatz im Menschen geborgen werden kann, der überhaupt nicht im Bewusstsein ist. Und so konnten sie über Hypnose etlichen Menschen helfen, mussten aber feststellen, nur ein Drittel war ungefähr zugänglich zur Hypnose. Der Josef Breuer fand das super, hat damit weitergemacht. Sigmund Freud hat aber gleichzeitig für sich beansprucht, dass er auch herausgefunden hat, wie unsere menschliche Psyche funktioniert. Und zwar, ihr erinnert euch ja da vielleicht noch an die Frau, die den Ekel hatte und nicht trinken konnte, weil sie assoziativ ihren Ekel zu Hunden verknüpft hat mit einem Wasserglas, was sie dann wieder verknüpft hat mit dem Akt des Trinkens und Getränken allgemein. Und da ist dann darauf gekommen, dass Situationen höchster emotionaler Erregung, sei es jetzt positiv oder negativ, so Ekel, oder positiv, was Wunderschönes, dass die in diesen Situationen verknüpfen wir Sachen, die dann dabei sind, wie zum Beispiel das Wasserglas und ein Hund, zu dem wir über einer anderen Situation schon die Ekelverknüpfung, wie auch immer, geschafft haben. Und das folgt halt keiner rationellen Logik, diese Verknüpfung, sondern der Psychologik. Und dann hat der Sigmund Freud gesagt, na, dann müssen wir doch noch andere Zugänge haben, außer die Hypnose, wenn wir damit 66% der Menschen überhaupt gar nicht helfen können. Und dann, wie manche von euch schon angefangen haben, ist er dann auf die Traumdeutung gekommen und hat Träume als Zugang zum Unbewussten analysiert. Witze hat er als Zugänge zum Unbewussten analysiert. Und er hat auch dann die berühmte psychoanalytische Situation mit der Couch geschaffen, in der er über Befragung die Menschen geöffnet hat. Also nicht die, das,
den Zugang zum Unbewussten der Menschen geöffnet hat. Und es hat auch super funktioniert, konnte jeder Menge Menschen helfen. Aber er ist dann auch zu einer Situation gekommen, wo es bei vielen Menschen auch wiederum nicht mehr weiterging. Wo die dann erstarrt sind in ihren Assoziationsketten und die nicht weiter verfolgen konnten zu dieser traumatischen Situation und die damit auch nicht auflösen konnten. Und ihm kam es dann so vor, als ob sich die Menschen dagegen gesträubt haben, dass die hatten jetzt die Chance, sich zu heilen und die wollten sich einfach nicht heilen, die haben dann einfach nicht mehr weitergemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja dann wohl. Und außerdem ist ja das, was er hat ja diesen Prozess des Verdrängens auch noch entdeckt. Erinnern wir uns, unsere Libido, unsere Liebesenergie will fließen, sei es jetzt zu Ekel, zu Freude, zu Liebe. Aber die Gesellschaft erlaubt es nicht, weil die Frau mit dem Wasserglas, die durfte halt in einer piekfeinen Umgebung, durfte die nicht so igittigit schreien und sowas, sondern sie musste sich beherrschen. Und auch Liebesimpulsen, schon als Kinder, durften die Menschen damals nicht nachgehen, sondern sie mussten sich beherrschen und diese Impulse unterdrücken. Und deswegen wurden die einzelnen Impulse immer unterdrückt. Und da sie ja sonst Ärger bekommen hätten mit den Autoritäten, haben wir schlauen Menschen denn dafür gesorgt, dass wir einen Selbstschutzmechanismus haben. Und zwar zwacken wir einen Teil unserer Energie ab und unterdrücken uns selbst und schaffen es so, uns selbst so zu erziehen, dass wir halt nützliche Mitglieder der Gesellschaft werden können. Allerdings legen wir dabei jede Menge, das sind ja Selbstschutzmechanismen, über uns, über unseren Kern. Und diese Mauern, diese Panzerung, wie das später Wilhelm Reich genannt hat, ja, die formen dann halt unseren Charakter, weil die Energie, die sucht sich dann den Weg durch die ganzen, an den ganzen Mauern vorbei zu irgendwas und sagt dann, wie in einer Stresssituation wir reagieren. Und der ganze Aufbau dieser einzelnen Schichten, der formt unseren eigentlichen Charakter. Und dass denn Sigmund Freud gesagt hat, ja, im Inneren sind wir liebevolle Menschen und wir sind aber durch Schreckensgeschichten, durch Gewalt, sind wir dazu gekommen, dass wir unsere Primärimpulse als Sekundär-, Tertiär-, Quartiär-Impulse äußern, die dann nicht mehr Liebe entsprechen, sondern dann Hass und Gewalt zum Teil. Das war ja nicht anerkannt, das wurde ja bekämpft. Und er hat ja dann den Destrujo als zweite Energie im Menschen, wo er sagt, so guter Engel, böser Engel. Der Destrujo, das ist dann der Selbstzerstörungstrieb, den wir in uns haben, der uns auch daran hindert, dass wir uns selbst heilen. Und dann, er hat halt auch im Ersten Weltkrieg gelebt und dann mit dem Destrujo war es auf einmal, wir sind also nicht von Natur auf gut, sondern wir sind von Natur aus schlecht und und deswegen müssen wir autoritäre Erziehungsmaßnahmen machen und das Kind in seiner Entfaltung seines Hasses und seines Jähzorns müssen wir einengen. Und dafür hat er dann den Applaus gekriegt und ja, ist dann der berühmteste Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts geworden und ist aber von seiner ursprünglichen Entdeckung abgekommen. Und der Wilhelm Reich, der hat gesagt, ja nee, da innen drin ist die Libido. Das haben wir jetzt rausgefunden über etliche Experimente mit Menschen. Und das mit dem Destrujo, das ist keine schlüssige These vom Herrn Freud. Es muss auch Menschen geben, die nicht diesen inneren Zerstörungstrieb haben, die nicht schon von ihrer Geburt an oder von der Zeugung an geschädigt wurden. Und Ethnologen haben ja dann später nach Wilhelm Reich sogar auch noch verschiedene Völker, verschiedene Stämme analysiert und die waren friedliebend und die waren nicht im Hass und die haben, ja, die waren halt
die Falsifizierung von Sigmund Freuds These des Destrujo. Die haben gezeigt, es gibt Menschen, die haben nicht den Destrujo in sich. Es gibt Menschen, die handeln aus Liebe, die sind mit sich selbst verbunden, die sind mit Mutter Erde verbunden, die sind mit dem ganzen Universum verbunden. Und deswegen, also diesen Verdacht hatte Wilhelm Reich schon gehabt. Und er hat ja dann auch gesagt, na gut, Freud ist jetzt weitergekommen als Breuer. Dann werde ich ja jetzt wohl noch weiterkommen als Sigmund Freud. Und der Wilhelm Reich, der war ja auch einer der hochgelobtesten Schüler von Sigmund Freud. Der durfte schon in jungen Jahren dieses Seminar leiten, wo die ganzen Psychoanalytiker in der Umgebung Wiens und aus dem Dunstkreis von Sigmund Freud, also die kamen auch ganz deutschsprachigen Raum zum Teil und haben dann von ihren Erfolgen und Misserfolgen und Best-Practice-Strategien, heißt es ja heute, also von den Erfolgsgeschichten, erzählt, wie kommen sie jetzt am besten ans Unbewusste ran und in welchen Situationen scheitern sie. Und der Wilhelm Reich war ja dann so ein super Beobachter, der konnte ja dann sehen, die Menschen, die machen einfach mal so, setzen sich so eine Maske auf und grinsen dann immer, wenn sie nicht mehr weiterkommen und setzen sich dann so hin und haben dann eine andere Erstarrung. Der ist ja dann hingegangen zu den Menschen und hat erstmal gesagt, er hat diese Maske erstmal durch Enttarnung, hat gesagt, ey, ist dir das schon mal aufgefallen, dass du dann immer so komisch grinst, wenn du hier nicht mehr weiter weißt oder weißt du nicht, dass du hier immer so eine Situation und dann zack, konnten manche Menschen schon befreit werden. Bei anderen ist er dann hingegangen, hat einen Nacken massiert und hat dann für Auflockerung gesorgt und auf einmal konnten die wieder richtig atmen. Die Luft konnte strömen durch den ganzen Körper und damit auch die Energie, die wir damit einatmen. Und das machen wir auch in unseren Praxisübungen. Wir machen ja auch immer die Atmung bis in den unteren Bauch, in den Dungeon, das untere Energiezentrum. Das heißt, der Energiefluss, der wird von oben nach unten ermöglicht und aufgelockert, weil viele Menschen sind ja, die haben oft einen Schreck. Beim Schreck zieht sich das Zwerchfell zusammen und in der Angst, da kontrahiert ein anderer Teil des Menschen. Und der Wilhelm Reich, der hat dann gefunden, dass man dann sukzessive die einzelnen Schichten, Augen, Mund, Hals, Brust, Zwerchfell, unterer Bauch, Becken, Beine, dass man diese Schichten sukzessive auflockern kann und dadurch ein Fließen der Energie ermöglichen kann und dadurch Menschen von ihren Traumata befreien, die psychischer Natur sind, die genau diesen Assoziationsketten nach Sigmund Freud entsprechen, die höchst aufgeladen sind, dadurch, dass wir haben das als Staumauern beschrieben, dass diese Staumauern in den ersten Monaten nach dem Schockereignis, nach dem Traumaereignis, da sind da ein paar Tropfen, nach einem Jahr hat man da schon eine Pfütze, nach ein paar Jahren hat man da einen kleineren Tümpel, aber jetzt nach Jahrzehnten hat man da schon einen riesen Stausee angestauter Energie und deswegen sind ja deswegen dauert das alles immer Jahre, bis sich da Sachen so richtig dann schmerzhaft lösen können. Am Anfang, wenn da die Blockierungen aufgelöst werden, schnell nachdem das Trauma entstanden ist, ist es ja noch relativ weich. Da ist das nicht mit so viel heftigen Emotionen verbunden. Und ja, der Wilhelm Reich konnte halt so wie ein Archäologe, der Schicht für Schicht abträgt und immer tiefer sich in die Menschheitsgeschichte vorarbeitet und da Erkenntnisse draus gewinnen konnte, konnte er Körperpanzer über Körperpanzer Schicht für Schicht abbauen und immer tiefer in die persönliche Geschichte von Menschen hineinschauen und dann bis auf deren Kern kommen. Und dadurch, dass das nicht mehr mit Sprache verbunden war, wie bei Sigmund Freud und seiner
seinem freien Assoziieren auf der psychoanalytischen Couch. Dadurch konnte Wilhelm Reich jetzt sogar bis in die perinatale Phase, also vordringen, wo ein Mensch ein Fötus ist oder ein Baby und noch gar nicht so viel mit Sprache zu tun hat. Und ja, es ist ein Wunder, dass es Menschen, es ist eine Wissenschaft, auch wenn nicht erklärt werden kann, dass da irgendwo, man weiß nicht, wo diese Informationen sind und wie dann auf einmal der Zugang dazu kommt. Aber der Zugang dazu kommt. Und der Zugang dazu kommt über ein Auflockern von oben nach unten. Und jetzt möchten wir auch, oder ich, Entschuldigung, jetzt möchte ich auch dann gleich in diese Geburtsphase einsteigen. Wie kommt es denn überhaupt zu den ersten Blockierungen des Menschen, die unsere individuell ältesten Blockierungen, die auch, das heißt, die schon am meisten Energie angestaut haben, wenn wir da wirklich eine Blockierung aufgebaut haben. Ich sage ja nicht, dass jeder da eine Blockierung aufgebaut hat, aber in unserem jetzigen Alter, hier so an Ende 30, habe ich ja dann schon fast 4 Jahrzehnte, wo die Energie nicht aufgestaut ist. Und deswegen fängt unser Leben, nach taoistischem Bild auch, fängt an mit der Zeugung. Männliche Essenz, weibliche Essenz treffen sich. Es gibt einen Blitz, einen elektromagnetischen, und Leben entsteht. Ab diesem Moment sind wir oder dieses Etwas als Leben auf der Welt. Und ja, wie wir dann kommen von der taoistischen Sicht, dass dann die Seele aus dem Kosmos damit reingeht und sich verbindet mit dem, was die Vater und Mutter dazugeben. Das machen wir an anderer Stelle. Und wie dann ein Teil unserer Seele nach dem Tod wieder aufsteigt und ein anderer Teil der Seele sich mit der Mutter Erde verbindet. Das möchte ich an dieser Stelle noch nur angedeutet lassen. Wir machen erstmal so bei dem Allgemeinverständlichen weiter. Die Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle findet im Moment höchster Ekstase und des Fließens der Energien zwischen zwei Menschen statt, im Orgasmus. Und das ist der natürliche Weg. Dann wissen wir auch, heutzutage ist Unfruchtbarkeit vermehrt ein Thema. Das ist sowohl vom Mann aus durch sogenannte Platzpatronen im Volksmund, dass er die Frau nicht mehr befruchten kann, als auch viele Frauen, die nicht mehr fruchtbar sind. Die hatten öfter, also ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, schon bei ihrer Menstruation immer solche Beschwerden gehabt und hatten da alles verkrampft und es ist dann schon vernarbt. Und da heißt es dann, dass da keine natürliche Empfängnis mehr stattfinden kann. Und ja, dann, ja, wie entsteht denn dann ein Kind? Das ist dann, da muss der Mann Samenzellen abgeben und sich dann da irgendwie auf Kommando irgendwie erregen. Und das wird dann den Frauen irgendwie eingeführt und ja, unschönste Momente, die jetzt alles andere als einem Orgasmus entsprechen, in dem Moment der Zeugung des Kindes. Oder ja, des Kindes. Und wenn dann Samenzelle und Eizelle verschmolzen sind und dann als kleiner Zellhaufen sich zusammensetzen zum Individuum, da sprechen wir schon von einem bioenergetischen Wesen oder einem elektromagnetischen Wesen im Taoismus. Und dieses Wesen ist im Mutterleib, welche selbst ein bioenergetisches, ein elektromagnetisches Wesen ist, die sich wiederum in ihrer Umgebung befindet, zwischen anderen Menschen, elektromagnetische Wesen, Tieren, Pflanzen,
an bestimmten Orten, die auch ihre eigenen Energien haben, wissen wir ja, es gibt ja so richtige heilende Orte und dann gibt es auch so Orte mit wenig Energie, so Wüste, wo jetzt nichts ist, um jetzt mal eine Extreme zu nennen. Und wenn das Baby, das Fötus, jetzt das schon im Mutterleib ist, möchte es schon, also das eigene elektromagnetische Feld nimmt schon Kontakt auf zu dem elektromagnetischen Feld der Mutter. Aber wenn die Mutter jetzt sehr schreckhaft war, dann hat sich immer ihr, bei jedem Schreck ist immer ihr Zwerchfell zusammengezogen. Und dann hatte sie vielleicht auch viel Angst. Dann hat dann immer der Bauch kontrahiert. Und ja, wenn sie jetzt noch eine sehr hohe Reinlichkeitserziehung bekommen hat, dann ist auch oft im Analbereich auch eine Verkrampfung da. Das heißt, das Kind ist im Mutterleib innerhalb von richtig kontrahierten Muskelgruppen, wo die Energie nicht fließen kann. Das Baby befindet sich in einem energetisch armen Milieu, wenn nicht in einem energetisch toten Milieu, und versucht sich dann dort zu verbinden, kann aber die Energie nicht fließen lassen, weil da keine Energie fließt. Und das tut dann auch weh, weil das ist zurückgeworfen werden. Und das heißt, da macht schon das Fötus seine erste Blockade, seinen ersten Schutzpanzer und versucht sich dann nicht mehr mit dem Mutterleib zu verbinden. Und jetzt kann es auch noch passieren, dass die Mutter während der Schwangerschaft alles super, hat eine wundervolle Beziehung, hat immer gutes Essen, alles ist vom Feinsten und es geht ihr gut, sie kriegt immer regelmäßig Massagen und wird dann auch aufgelockert, dass sich das Kind damit verbinden kann. Das ist der gute Fall. Im anderen Fall, es gibt Schreckerlebnisse der Mutter, wo sie wieder noch mehr kontrahiert. Und diese Situation, die bekommt auch das Fötus mit. Oder die Mutter hat jetzt Angst, vielleicht ist die Beziehung nicht so schön. Vielleicht wird sie geschlagen, was bist du schon wieder schwanger? Oder wer weiß, was es da geben soll. Manche Babys waren auch in den Mutterleiben unserer Großeltern oder Urgroßeltern, als Krieg war. Dann war auf einmal nichts zu essen. Da war Mangel auch da drin und das war halt auch, und Angst, dann sind vielleicht Bomben gefallen in manchen Geschichten oder Auto, und es gibt jede Menge, Mutter guckt nur Horrorfilme, als lustiges Beispiel, Entschuldigung, um es hier wieder ein bisschen auf die positive Seite zu heben, das ganze Video, aber das Kind, das Baby, das Fötus bekommt diese Erregungen der Mutter, negativer Natur wie auch positiver Natur, mit. Hat die Frau jetzt weiterhin ein erfülltes Sexleben und dann merkt das Kind immer die Anspannung und dann den Höhepunkt, wo alles fließen kann. Das Kind wird auch von diesen Energien durchströmt und das ist jetzt die reichische Auffassung. Es gibt auch andere Auffassung, wie zum Beispiel vom Ruppert, wo dann sagt, das Kind, wenn da jetzt wieder Sex gemacht wird, Entschuldigung, Liebe, dann denkt das Kind, hey, ich bin doch schon da, bin ich euch denn nicht genug, wollt ihr denn noch ein Kind? Und die Taoisten, die sind ja eher zurückhaltend auch mit ihrer Libido, der sexuellen Energie. Da ist das auch nicht so. Ich tendiere da mehr zu der reichlichen Auffassung, dass die Energie fließen muss, dass da ein Öffnen jeder Zelle erfolgen muss. Bei uns Menschen und auch dem Baby, wenn das mitbekommt, dass es in einer liebevollen Umgebung ist und dort die Energien fließen und es auch immer wieder zu Kontraktionen kommt oder zu, das ist halt die Anspannung, die Erregung. Und die Erregung, die löst sich dann auf, halt wie wir das hatten beim Witz, beim Orgasmus, beim Auflösen von Traumata. Wenn es dann mitbekommt, wie schön das ist, wenn dann die Energie fließen kann,
dann geht es dem Baby super, dann fühlt es sich wohl, dann kann da alles fließen, wenn da schön Massagen kommen. Weil auch wir Männer, wir sind ja auch gefragt. Es ist jetzt nicht nur, dass die Mama da ihrem Kind die beste Umgebung, immer gute Ernährung und sowas alles geben muss. Wir Männer können auch die Kinder merken, wenn wir mit den Händen über den Bauch streicheln oder wenn wir, es reicht ja, wenn wir hohe Energiefelder haben, dann machen wir das auch mit Abstand. Oder wenn die Mama massiert wird, schön das Kind gestreichelt, mit dem Kind sprechen. Kontaktaufnahme geht schon. Ich habe beim letzten Mal erzählt, wie ich mit meinem Kind über Kilometer weit Entfernung Kontakt aufnehmen konnte. Also es gilt, dass die sowohl für die Väter als auch für die Mütter eine Verbindung mit dem Kind, einen Energiefluss mit dem Kind zu ermöglichen. Und jetzt kommen wir 9 Monate später, Zeitsprung, kommen wir zur Geburt. Und da können wir uns ja vorstellen, dass wir in diverse Schocksituationen trinken. Vorher noch, es gibt ja viele Frühgeburten heutzutage, viel, viel mehr als ja, historisch ist es wohl ansteigend. Und dort kriegen die Frauen dann schon wehenhemmende Mittel, dass das Kind versucht wird, im Bauch zu behalten. Dann gibt es noch dieses Zuschnüren des Muttermunds, um die Kinder weiter. Die Frau muss dann im Bett liegen bleiben, kann dann überhaupt, also kommt dann raus aus ihren Rhythmen, ist wahrscheinlich verarmt in diesen Zeiten, sowohl an Muskeln als auch an Lebensenergie, als auch an vitaler Energie, die es da weitergeben kann. Das sind weitere negative Sachen, die dort auf die Kinder, auf die Föten einfließen können. Und wenn wir jetzt uns eine Geburt vorstellen, ja, wie stellen wir uns denn das vor? Das ist ein Pulsieren, ist auch wieder, jede Wehe ist ein Ansteigen der Erregung. Und die geht dann vorbei, Erleichterung. Ansteigen der Erregung, Erleichterung. Und in Naturvölkern, wie bei diesen Prokriander, von denen der Malinowski berichtet hat, da geht dann das Baby in den Geburtskanal. Für die Frauen ist es dort eine schmerzfreie, gar eine luststiftende Situation, die Geburt. Das Baby schlängelt sich durch den Geburtskanal in diesen Pulsation, da sind das nämlich keine Kontraktionen bei denen, da sind das Pulsationen. Und dann kommt das Baby auf die Welt und wird von ihren Müttern in den Arm genommen. Und die Babys haben dort auch die Augen auf. Die können dann gleich einen Kontakt aufnehmen. Am Anfang, die Lust der Babys erfolgt über die Augen. Da können die Babys ihre Liebe fließen lassen und deswegen sollten wir auch bei fremden Kindern, wenn dies ganz kleine Babys sind, sollten wir auch nicht in die Augen schauen, dass die Verbindung zu ihren Eltern erst richtig aufbauen können und etablieren können und festigen und dann ihr Vertrauensverhältnis dort aufbauen können. Und ja, und dann wird gewartet. Das Baby hat ja bisher alle Nahrung und Sauerstoff und alles über die Nabelschnur bekommen. Und auf einmal bekommt es die ganze Nahrung den Sauerstoff über die Lungen und kann sich dann daran gewöhnen. Ah, jetzt habe ich zwei Energiequellen, die mich aufladen. Und bis sich das Baby daran gewöhnt hat, pulsiert die Nabelschnur ja auch noch weiter und dann wird die ja dann auch dort gekappt. Sobald das Pulsieren da aufgehört hat, hat das Baby sich an seine neue Umgebung gewöhnt, ist in den schützenden Arm ihrer Mutter, vielleicht auch ihres Vaters, der da auch mit bei der ganzen Situation dabei ist. So ist das jetzt Naturvölkern. Jetzt gucken wir mal,
wie ist das in unserer Gesellschaft? Da werden ja schwangere Frauen werden erstmal in Krankenhäuser gebracht zur Geburt. Und dort sind die dann in einer Stresssituation, die Frauen. Die in den Naturvölkern, da nehmen die ja auch eine Position ein, also ich weiß, wie die ist jetzt der Schwerkraft förderlich. Das heißt, die gehen dann in die Hocke und das Kind kommt dann über die Schwerkraft raus. Während in, wir kennen das ja oft aus Hollywood, liegen die Frauen dann da und müssen dann irgendwo in so einer Position, die gar nicht geöffnet hat, ihr Kind rauspressen, anstatt dass das irgendwie natürlich sich dort rausschlängelt. Und ja, wenn die Mutter jetzt Angst hat, also und nicht diesem lustvollen Erlebnis frönen kann, sondern Angst hat vor den Schmerzen, dann kontrahiert die Mutter. Das hat ja auch Wilhelm Reich in vielen Situationen rausgefunden. Lust und Angst sind die gleichen Emotionen, aber halt mit verschiedenen Ausprägungen. Oft, und die kommen aus derselben Quelle. Er spricht ja da immer von dieser funktionellen Identität bei gleichzeitigen inhaltlichen Gegensätzen. Das habe ich beim letzten Mal nicht richtig ausgedrückt. Funktionelle Identität bei gleichzeitigen Gegensätzen. Das findet er in so vielen menschlichen, sozialen Zusammenhängen. Und aus Lust, aus einem etwas, was man gerne möchte, wird oft Angst. Und man sagt, oh, worauf man sich noch gefreut hat, dann hat man auf einmal ein bisschen Schiss davor, dann wird man Angst, bis man da richtig verkrampfen kann. Und wenn die Frauen dann richtig Angst vor den Schmerzen haben und wenn die so schon immer dieses schreckhaft Zwerchfell kontrahiert, sie können gar nicht atmen, bis da unten ist eh schon ein toter Raum. Und dann haben sie Angst, dann verkrampft sich da alles. Der Geburtskanal, da kann das Baby nicht mehr so einfach durch. Denn da muss das Baby halt durch eine kontrahierte, die jetzt nicht sich öffnet, wie bei diesem Orgasmus. Am Anfang Spannung, 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 Spannung. Oh. Da im Bauch, da fehlt dann dieses A. Das ist dann Spannung, Spannung, Spannung. Und geh da durch und geh da durch. Und dann wird dann gepresst, dann gibt es auf einmal wehenfördernde Mittel, die dann dafür sorgen, dass die Frauen mehr pressen. Dann wird dann auch von oben gepresst. Dann gibt es da manchmal gibt's da noch eine Geburtszange, setzt dann hier oben an oder eine Saugglocke. Die ziehen dann den Kopf heraus und naja, da kommt es dann zu Deformierungen des Schädels und also auch wenn es nur kurz ist. Das Kanon ist halt am wichtigsten, also am einen der wichtigsten Organe des Menschen oder am empfindlichsten Organ, am Gehirn gibt es dann Organe und das Kind kommt dann durch diese Sache, wird es dann rausgepresst mit aller Gewalt und kommt dann da raus. Und ein Freund von mir hat auch gezeigt, wie sein Kind, na, da kam sogar Kaiserschnitt. Das ist ja noch ein anderer Punkt. Aber auf jeden Fall war das alles zup, 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 ging da Baby raus, Schnapp, Nabelschnur ab, Arzt, wiegen, zack. Ich habe gedacht, der zeigt mir das im Zeitraffer. Und nee, das war natürlich, nee, das ist die normale Geschwindigkeit. Stolz, wie ein Storch. Und ja, zum Glück bei ihm völlig fehlendes Bewusstsein. Die wussten ja auch genau, an welchem Tag konnten sie ja bestimmen, wann der Kaiserschnitt vorgenommen wurde. Und naja, auf jeden Fall. Auf einmal kommt das Baby raus. Und dann meine Omi, die war ja auch jahrelang Hebamme. Also deswegen, ich kann die ganzen Sachen, wie das jetzt damals zu meinen Zeiten, war sogar aus allererster Hand erzählen, weil sie hat dann sogar von Margot Honecker die Clara Zetkin-Medaille bekommen. Und das haben nur Frauen bekommen, die sowohl gearbeitet haben, eine Familie erzogen haben und auch noch gesellschaftlich aktiv, also wirklich für sehr wenige Frauen gab es diese Auszeichnung. Und sie hat sich als Hebamme über Jahrzehnte lang verdient gemacht und hat mir dann noch erzählt, ja,
Wir hatten dann, wenn die Kinder rausgekommen sind, hatten wir immer so ein bisschen sterilisiertes Wasser. Wenn die nicht angefangen haben, jetzt zu schreien, das haben sie dann über die Brust gekriegt, dass sie einen Schreck gekriegt haben und dann auf einmal angefangen haben zu schreien. Und in Westdeutschland wird davon berichtet, dann haben sie die Kinder auch an den Füßen genommen, weil die waren ja im Mutterleib, waren sie auch kopfüber, dann hieß es, ah, dann ist das eine vertraute Position. Und dann haben sie da auch Klapse gegeben, bis das Kind endlich anfängt zu schreien. Weil schreien war dann, ah, dann atmet es auf einmal, dann ist es gesund. Und das Kind halt in völligen Schocksituationen, immer durch das kalte Wasser oder durch die Klapse und dann noch kopfüber dann auf einmal zu hängen und nicht zu schwimmen im Fruchtwasser, sondern auf einmal die ganze Schwerkraft, wahrscheinlich vielleicht noch schief gehangen, dass dann auch gleich, wenn die ganzen Knochengelenke noch weich sind, schon zu irgendwelchen Schiefstellungen kommen, weil dann aus den Gelenken rausgenommen werden die Knochen. Auf jeden Fall Schock. Und das Baby kommt jetzt auf die Welt, so durch den Geburtskanal, entweder kontrahiert oder schön pulsierend, kommt da aus seinem Dunkeln rein in den Kreissaal. Und Kreissaal, nagelt mich da jetzt nicht fest, kommt aber, glaube ich, auch von dem Wort kreischen. Weil da wird geschrien und gekreischt. Dass es nur so eine Freude ist, in Anführungsstrichen. Und das Baby, da wird ja auch alles. Die Atmosphäre ist ja da hell erleuchtet. Die Ärzte und Geburtshelfer und Helferinnen müssen natürlich sehr gut sehen, was denn da, ja, deshalb wird ja alles, da wird ja nicht jetzt irgendwie eine schöne harmonische Atmosphäre mit nur Räucherstäbchen und sowas, wird ja da nicht unbedingt geschaffen. Und das Kind kommt da jetzt raus, sieht als erstes die Halogenlampe und ist natürlich erstmal blind. Dann nimmt sie noch einen Geburtshelfer in Empfang, der kam wahrscheinlich gerade aus der Raucherpause zurück. Es wird sofort abgenabelt, die Todesängste kommen. Es fehlt auf einmal das, wo bisher jegliche Nahrung, jeglicher Sauerstoff durchkam. Wo kommt es her? Kind fängt natürlich an zu kreischen, zu schreien. Alle freuen sich, alle lachen. Ah! Sieht da, das Kind sieht, ich habe hier Schmerzen, ich habe hier Todesängste, mir geht's schrecklich und ihr lacht alle. Und da in diesem Moment beginnt bei vielen Menschen oder bei manchen Menschen, ich will jetzt auch Butter bei den Fischen lassen, da in diesem Moment beginnt bei manchen Menschen dieses Gefühl, von anderen nicht verstanden zu werden. Sie schreien vor Hilflosigkeit, vor Angst, vor Todesangst. Die Menschen, die sie sehen, die lachen. Und die Menschen, die sie sehen, sind ja sogar vermummte Wesen mit Maske und weiß ich was, also total schön, mit Handschuhen werden die dann da angefasst, schreien und schreien und schreien. Und dann geht es ja noch weiter. Dann werden sie erstmal gewogen, vermessen und all das Ganze, ein bisschen kurz gewaschen. Und das ist ja richtig eine Zeremonie, die da abgehalten wird. Und dann bekommen sie auch noch die kredeischen Tropfen. Das ist Silbernitrat und das muss wohl richtig die Augen ausbrennen. Das wurde vor, ich weiß nicht, ob es nur 100 Jahre her ist oder noch länger, war das gegen Tripper. Der war damals eine sehr verbreitete Geschlechtskrankheit. Und die Kinder konnten bei der Geburt durch dieses Milieu der Vagina der Mutter, konnten sie sich mit Tripper infizieren und das dann den Tripper in den Augen haben und dann halt ganz viel Sehstörungen und sowas haben. Deswegen wurde damals gesagt, okay, wir wissen nicht, wer jetzt hier Tripper hatte oder weiß ich was. Wir geben einfach jedem Kind die Augentropfen rein. Und ja, das muss halt sein, wie Nadeln reinstechen oder irgendwie sowas. Und wir haben Höllenschmerzen, deswegen werden die im Volksmund, sage ich jetzt mal, auch Höllentropfen genannt. So nennt es auf jeden Fall der Herr Senf auch. Und ja, dem Kind ist es ja, erst wird es geblendet und dann kommen nur noch die Höllentropfen rein und dann macht es erstmal, dann will es erstmal nichts von der Welt mehr wissen. Und macht die Augen zu. Und in früheren Gynäkologenbüchern steht ja auch drin,
dass die Babys die ersten 3 Tage oder sowas gar nicht sehen können, sondern dass da die Augen ganz verschwollen sind und die Augen gar nicht mehr aufgemacht werden können. Ja, aber warum denn? Weil die komplett geblendet werden und dann auch die Höllentropfen da rein. Und auch heutzutage, das heißt ja kredische Prophylaxe. Und Prophylaxe klingt ja immer nach was Gutem. Da müssen dann die Eltern müssen unterschreiben, wollen sie auf die kredische Prophylaxe verzichten, dann ist natürlich alles ihr Risiko und so, was dann da passiert. Und so, ja, Prophylaxe ist ja gut, das machen wir erstmal. Da beschäftigt sich ja kaum ein Mensch damit, dass das ja wirklich so eine Höllenqualen sind, die sie gleich ihrem Neugeborenen da aussetzen. Und naja, es ist auf jeden Fall eine riesen Stresssituation für dieses arme, kleine, kreischende Kind. Der Prozess der Geburt an und für sich. Und das hat ja damit noch nicht aufgehört. Also in der DDR und meines Erachtens auch in der BRD wurden damals die Kinder, also ich wurde in so Gold-Silber-Papier eingewickelt, Alufolie, was da gerade zur Hand war, so wie die Leute nach dem Marathon immer. Und wir wurden dann erstmal, also die Babys, glaube ich, in einem Auto und die Mütter in einem anderen Auto, wurden in eine andere Straße gefahren und dort waren auch verschiedene Räume eins. Da wurden waren die ganzen Babys drin und haben sich die Seele aus dem Leib geschrien, weil sie zu ihrer Mutter wollen. Und die Mütter, die waren dann getrennt davon untergebracht. Also meine Omi hat gesagt, man konnte auch mit seinem Kind zumindest tagsüber zusammengelegt werden. Und die Kinder wurden dann schon seit Nazi-Zeiten, also seit dem Dritten Reich, wurden die dann alle 4 Stunden, wurden sie zur Mutter gebracht, wurden angelegt, vorher schön gewogen, dann geguckt, nochmal gewogen, wie viel hat sie jetzt getrunken, wenn was gefehlt hat. Dann haben sie in der DDR, haben sie da so einen Kamillentee, glaube ich, sagen wir mal einen Tee, haben sie dann danach geschossen. Bei Babys, die zu klein gewesen sind, die sind nicht alle 4 Stunden zur Mutter gekommen, die sind alle 3 Stunden dann zur Mutter gekommen und wurden angelegt. Und es wurde natürlich auch alles schön erklärt. Die Mütter sollten nach diesem ganzen Stress mit Geburt, die sollten ja erstmal sich ausruhen und in Ruhe gelassen werden. Und sollten sich erstmal erholen, dass sie danach ihre volle Energie dem Kind geben konnten, aber auch von den Müttern. Da gab es ja auch Mütter, die waren ja mit ihrem Neugeborenen auch verbunden. Die haben menschlich darunter gelitten, dass sie von ihren Kindern entfernt wurden. Und es kam dann zu dieser Wochenbettdepression, die halt diese energetische Trennung, diese energetische Abnabelung von der Mutter und der Neugeborenen, die dort stattgefunden hat. Und da alle wahnsinnig wohl gelitten hatten. Meine Omi hat auch erzählt, mein Vater, ihr eigenes Kind, der hat wohl so doll geschrien, da hatten dann die anderen Hebammen, und man kannte sich ja auch, hatten dann Mitleid mit ihm und haben ihr Ding dann gebracht. Also da hatte der in dieser Situation Glück gehabt. In der anderen Situation, der hatte keinen Vater, der hat schon mit einer anderen da irgendwo, der hatte da dann wieder seine Pech-Situation gehabt und seine Traumata. Und ja, nach 3 Tagen kam ja dann auch die Tuberkulose-Impfung für alle Kinder. Ja, es war ein Trauerspiel. Und was ja auch noch, das war ja jetzt die natürliche Geburt in unserer heutigen Zivilisation, die viele durchgehen. Aber im deutschsprachigen Raum sind es wohl 40%. Hier in Amerika sind es wohl 80%. Die kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ein Kaiserschnitt ist halt super praktisch. Da kann man immer genau den Termin festlegen und dann kriegt er seine 10 Minuten, eine halbe Stunde, was sie da einplanen, werden die da reingeschoben, wird aufgeschnitten, werden rausgenommen, super, zack, 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 weil das bringt halt mehr Geld und kann man besser abrechnen. Und die haben gar nicht, auch das Kind kriegt ja wohl, wenn es durch den Muttermund geht, hat es erstmal dieses Erfolgserlebnis, dass es was geschafft hat, auch zusammen mit der Mutter.
im Team. Ja. Das war also ein Trauerspiel. Und das war ja nur die natürliche Geburt. Und was dabei entstanden ist, also durch die ganzen Kontraktionen, dadurch, dass viele Frauen die Angst haben und sich zusammenziehen und das Kind schmerzvoll aus dem Mutterleib gepresst wird, anstatt dass es dort sanft rauspulsiert, was es ja auch gibt in den Naturvölkern, wo das beobachtet wurde. Und auch, wie wir das ja auch mitbekommen haben bei unserer zweiten Erfahrung, wo, also bei mein Sohn, der ist ja auch, da waren die Hebammen, die waren eine halbe Stunde nach der Geburt gekommen. Da hatte ich das Kind schon in Empfang genommen und der arme meine Frau hat halt auch total Angst gehabt und Schmerzen und wusste, das erste Kind und einzige Unterstützung bin ich gewesen und die Hündin. Und er hat dann auch verkrampft und Otto, der ist dann da so rausgekommen und hatte so einen Kopf, der war so ganz lang gewesen und hat dann auch gleich, der war auch blau, weil er lila, weil er nicht so richtig Luft bekommen hat. Und ja, der hat dann auch gleich losgeschrien, wie total von Schmerz wohl über die Situation. Ist natürlich dann gleich bei seiner Mutter in den Arm gekommen und konnte da, er hat auch die Augen gleich aufgemacht und konnte sich da mit ihr dann gleich, ist auch glaube ich gleich, der hat gleich Milch getrunken und es ging alles gleich super, super los. Und wir hatten ja dann noch unsere Tochter, die Maya, die ist ja, da waren die Hebammen 3 Stunden vorher da, wenn nicht sogar mehr. Und sie wurde dann super unterstützt und ich habe massiert und wurde mal schön eingeredet und entspann dich und locker dich. Dann Räucherkerzen haben bei beiden gebrannt natürlich. Und dass es so eine schöne harmonische Atmosphäre war. Und die Kleine, die ist ja dann auch rausgekommen, hat eine schöne rosa Farbe gehabt. Sie hat auch nicht geschrien. Und ihr ging es ja dann auch gleich gut. Sie hatte die Augen leider auch noch, da war dann, die mussten wir dann später noch mit Augentropfen. Also haben wir auch erst versucht mit Muttermilch und mit Sabila, wie heißt das? Aloe Vera Tropfen und Kamille Tropfen und was da alles. Hat allerdings auch nicht geholfen. Mussten wir dann mit einem Antibiotika nach ein paar Wochen. Wo denn die anderen nicht geholfen haben, dann ist es auch, jetzt hat es auch strahlende, schöne Augen. Und ja, aber das zeigt, da ging es dann halt, dann ist der Fluss, ist dann auch einfacher gekommen und die Maya wird deswegen weniger Probleme haben. Weil bei Otto, da machen wir jetzt auch immer schön Auflockerung der Schädeldecke. Weil wenn es dann mit diesen Pressen da rauskommt, was dann geschieht, ist eine Verhärtung der oberen Kopfhälfte, auch wenn die dann mit Zange rausgenommen werden oder mit der Saugglocke, wo ich mir gar nicht vorstellen möchte. Entschuldigung, wenn das irgendwo jemand schon mal durchmachen musste, wenn ich da lache. Aber ja, aber da kommt es dann wirklich zu Deformierungen und Schmerzen. Schmerzen, die für uns unvorstellbar sind, die auch ganz schnell verdrängt werden, die ganz schnell ins Unbewusste dann reinkommen. Und ja, das ist ja, weil die Gynäkolie, die Schmerzen werden halt auch ganz schnell verdrängt. Und dann ist es halt oft so, diese Starrheit hier im oberen Kopfbereich führt auch zu einer Starre im Hirn, zu einer Starre im Nacken. Und Menschen, die die Verhärtung hier oben haben, die sind oft ganz durchlässig untenrum. Die nehmen die ganzen Schwingungen, die ganzen Energien, die auf sie einkommen, die nehmen sie auf. Die nehmen sie auf und die gehen dann, können dann in den Körper, die können dann nicht wieder raus, sondern die gehen dann in den Schädel und können dann halt nicht weiter. Da kommt dann die Kontraktion und das heißt, ganz viele Energie wird dann aufgeballt und geht in den Menschen nach oben. Und wir lernen ja auch in den Praxisphasen, das muss immer nach unten, muss da raus und muss uns durchfließen können, uns durchströmen können, die ganze Energie. Und wenn sich diese Verhärtung hier im Nacken, Kopfbereich, Gehirn, wenn die sich so bilden, das kann dann oft zu einer Art Realitätsverlust führen. Und das ist ja auch, wir wollten da, das ist auch im Augenbereich,
weil wir die Sachen nicht sehen wollten, nicht konnten am Anfang, durch das helle Licht, durch diese Höllentropfen. Und da gibt es ja im Deutschen diesen Begriff blinde Wut, blinder Hass. Und genau, das kommt dann daher, wenn das auf irgendwelche, ja, durch die Verhärtung und das nicht hinsehen können, macht man dann irgendwann Leute dafür verantwortlich, andere Menschen. Und das rechtfertigt man dann oft mit dogmatischen Erklärungen. Sei es jetzt irgendwelche Faschisten, die dann sagen, die Ausländer sind an allem schuld. Oder irgendwelche Antifaschisten, die dann sagen, die Nazis sind unwertes Leben. Oder ob es jetzt irgendwelche religiösen Fanatisten sind. Jetzt sei es fanatische Moslems, fanatische Christen, die dann andere Menschen im Namen des Herrn umbringen und auch die entmenschlichen. Und was es da nicht alles gibt, in welchen dogmatischen Denkmustern man gefangen werden kann, weil man findet ja immer irgendein Ventil auf irgendwelche Leute, denen man jetzt die ganze Schuld geben kann. Und das heißt, dieses inhaltlich doch so verschieden begründete, jetzt der Hass eines Faschisten, der Hass eines Antifaschisten, der Hass eines Hasspredigers in einer Religion, sind ja alle inhaltlich verschieden. Aber Wilhelm Reich hat es ja funktionelle Identität bei inhaltlicher Verschiedenheit oder bei offensichtlicher Verschiedenheit. Das heißt, was all diese dogmatischen Verfehlungen haben, diese Verhärtung im Hirn und in der Ansicht und dieser blinde Hass, das ist alles zurückzuführen in diesem Verständnis auf früheste traumatische Erfahrungen, schon im Mutterleib, bei der Geburt, wo es halt zu diesen Verhärtungen und Erstarrungen gekommen ist, weil die Energie dort nicht fließen konnte. Und aus diesen Erhärtungen, Verstarrungen ist denn diese Wut geworden. Und diese ist eine emotionale Erstarrung, daraus wird die Wut. Und wenn ich mir das dann dogmatisch irgendwie rechtfertige, na super, dann habe ich meine Hassgesellschaft. Und das gilt es halt auch aufzubrechen. Und deswegen, wenn ihr jetzt seht, dass ein Faschist und ein Antifaschist, die sich gegenseitig beide bekriegen und mit inhaltlich völlig verschiedenen Thesen, beide haben ähnliche Erfahrungen durchleiden müssen in ihrer frühesten Kindheit. Und um dahin zu kommen, muss man halt durch diesen Schmerz, der bei der Geburt war, muss den durchleben, muss diese Assoziationsketten entladen, muss das akzeptieren. Was im Taoismus ja auch immer gesagt wird, was eine der wichtigsten Lehren da ist in diesem Taoismus, ist sich entschuldigen, verzeihen, wertschätzen und lieben. Das kann man nur in dieser Reihenfolge machen. Und viele kommen ja nicht mal zu sich zu entschuldigen, denn anderen Menschen zu verzeihen und wertzuschätzen, dass man da durchgehen muss durch diese Situation. Und dass man dadurch diese ganzen Sachen hat, weil man weiß ja auch, okay, meine Mutter, die war jetzt da so kontrahiert, weil die hat ja selber ähnliche Erfahrungen schon selber als Kind mitbekommen. Und dann, ich wurde ja auch von der Mutter entfernt, die ersten 3 Tage und 3 Nächte, weil das war halt gesellschaftlich, war das halt damals so. Da wurde von oben aufdoktriniert, dass die Kinder energetisch abgeschnitten werden, abgenabelt von ihren Eltern. Und also auch, und das führt dann auch dazu, dass sie von sich selbst oder dass wir von uns selbst uns abnabeln.
Deswegen machen wir hier die Rückbindung zu uns selbst, die Rückbindung zur Erde, die wir ja auch schon vor etlichen Generationen verloren haben, diese Bindung, die Rückbindung zum Himmel, sage ich jetzt mal. Und das gehen wir halt alles durch. Und jetzt diese Verhärtung, diese Aufwallung, wenn es der Nacken, wenn dann alles steif wird und dieser Realitätsverlust, das wird schizophrene Schübe genannt. Und je nachdem, wie alt der Mensch dann schon ist und wie hoch die energetischen Einflüsse in ihn sind, wird halt immer mehr Energie und immer mehr Energie aufgestaut, dass es dann auch wirklich zu Psychosen kommen kann, also der Schizophrenie, was dann so richtig Verfolgungsangst sein kann, dass man, die Chinesen, die wollen uns aufhören, da die Araber, die alles, wie sagt man immer, Terroristen, alles Terroristen, die Amis, die wollen die Welt, diese ganzen Sachen haben mit Reich, der auch Massenpsychologie des Faschismus geschrieben hat, wo er dann noch rausgekommen ist, dass die gesellschaftliche Kleinfamilie mit diesen gesellschaftlichen Normen und Regeln, dass dieser dann diesen Grundstein legt, was dann nachher die Schule und die weitere Bildung ja halt über diese autoritäre Erziehung von unten dann weiter im Lebenslauf dann zu diesem fahrradfahrenden Menschen hier nach oben bücken, nach unten treten und zu diesem Menschen, der immer eine Autorität braucht, von der er gelobt wird und irgendwas unter ihm, worauf er spucken und worauf er treten kann, was dieses halt fördert. Und dieses ist halt jetzt egal, ob sich das in Faschismus äußert, ob das in Kommunismus, hatten wir ja nie. Aber wenn da, egal welche Autorität da oben ist, religiöse Autorität, andere Autoritäten, die dieses, ja, dieses, das kommt halt alles schon, also wir Menschen, wenn die Menschen sich befreit haben, die halten ja da, ein befreiter Mensch, der würde nie irgend so ein Führer oder einer ewigen Kanzlerin folgen, sondern der hinterfragt sich halt selbst und der hinterfragt auch die Sachen, die einem empfohlen werden. Und das bitte ich euch auch, hinterfragt die Sachen, hinterfragt euch selbst, schaut in euch herein. Nehmt Einsicht. Wir machen das in der Meditation. Wir kommen darauf hin. Um in sich hineinzuschauen, lockern wir uns auf in den ganzen Praxisübungen. Wenn ihr das täglich macht, habt ihr am schnellsten Erfolge. Wenn ihr, ja, das ist halt immer so. Übung macht den Meister. Und wir bilden dabei, bei diesen Übungen, nicht nur diese Auflockerung, wir bilden dabei Energien in uns auf. Wir bauen die auf. Wir bauen Organe in anderen Dimensionen auch auf, die wir nicht hatten, die wir über hunderte von Generationen abtrainiert bekommen haben, die aber in uns noch drin sind, die wir benutzen können. Und ja, es war wieder eine sehr emotionale Erzählung von der Geburt. Wir sind gerade mal bei der Geburtsphase. Beim nächsten Mal gehen wir dann auf die orale Phase, wo es dann weitergeht. Mutter und Kind, wo das Kind sich schon verbinden möchte mit der Mutter und dann dort die Energie fließt. Und das Kind nimmt ja nicht nur Muttermilch auf, sondern es nimmt ja auch Energie auf. Und das ist ja auch, wenn das Kind, das ist auch diese Spannung, die dort wieder aufgebaut wird. Und am Anfang schreit und möchte Milch. Und dann... Das ist die Befriedigung, die das Kind am Anfang auch über diese Zufuhr von Energie auf ihrem Mund und das Fließen, das Strömen mit den Augen der Mutter vollführt. Und, ja, da, und was da dann für Schäden rauskommt, wenn das auch blockiert ist und in der oralen Phase und in der analen Phase, die sich dann anschließt und in der sexuellen, frühkindlichen Phase und Pubertät, das sind dann die nächsten Themen. Und ja, natürlich auch, wie man das alles wieder machen kann, besser machen kann, wie man da rauskommt. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt,
habt vielleicht auch eigene Emotionen, habt an euch selbst, an eure Eltern, durch welche Traumata mussten wir selbst durchmachen. Es ist raus aus dem Bewusstsein. Man weiß es nicht. Wir können durch Befragen unserer Eltern, können wir dann der Sache näher kommen und halt durch die Traumanalyse und durch unsere Meditation und durch das pure Auflockern können wir diese Sachen für uns erschließen. Wir können durch diesen Schmerz durch, wir können uns befreien und wir können immer näher zu unserem liebevollen Kern kommen und diese Liebe dann auch anderen Menschen zuteilhaben lassen und uns mit uns verbinden und mit der Natur. Und es ist ein wunderschöner Weg. Ich freue mich, dass wir den zusammen gehen können. Und aber es ist auch, jeder geht den für sich alleine und jeder geht den auch einzeln. Und ich wünsche jedem viel Spaß und, nein, nicht viel Spaß, das ist nicht der richtige Ausdruck. Wundervolle Erlebnisse, erleichternde Erlebnisse wünsche ich euch. Und ja, bitte wieder schreibt mir in euren Kommentaren, schreibt mir privat, gebt mir die Daumen hoch. Wer noch nicht abonniert hat, jetzt bitte abonnieren. Empfehlt mich weiter. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Anton. Tschüss, bis bald wieder.